Hollow Knight. Ein Indie-Game aus der Kategorie der Metroidvania-Spiele mit einem unfassbar schönen Soundtrack. Aber was macht diesen Soundtrack so besonders? In Hollow Knight spielt man einen ritterähnlichen Käfer in der Untergrundwelt namens Hollownest. Hier versucht man etwas über die Geschichte dieser Welt herauszufinden und muss sich peu à peu durch verschiedenste Areale durchkämpfen. Dazu gehören natürlich auch etliche Bossfights und neue Fähigkeiten, die man dann erlernt, um an neue Orte gelangen zu können. Aber kommen wir zu diesem unfassbar schönen Soundtrack. Komponiert wurde dieser Soundtrack von Christopher Larkin, der bis dato eher unbekannt war in der Szene von Videospielmusikkomponisten. Bei diesem Soundtrack ließ sich Christopher Larkin inspirieren von klassischer Musik, wie zum Beispiel von Debussy, aber natürlich auch von großen Namen aus der Videospiel- und Anime-Szene, wie zum Beispiel Joe Hisaishi und Koji Kondo. Dann hören wir uns jetzt mal die paar Stücke an und dann können wir am Ende noch ein gutes Fazit ziehen. Was so direkt auffällt, ist, glaube ich, diese prägnante rechte Hand. So, damit beginnt ja auch dieser ganze Song erst. Was jetzt auf jeden Fall auch noch wichtig ist, ist, dass wir uns in der Grundtonart S-Dur befinden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier, das F, ist quasi die 9. Also wir haben einen S-Dur Major 7 mit einer 9 oben drauf. Interessant wird es jetzt aber, wenn wir noch weiter runtergehen. Okay, jetzt passiert etwas Ungewöhnliches, weil wir kommen aufs Cis. Und das Cis, das gibt es gar nicht in S-Dur. Wir bewegen uns jetzt in eine Modulation, also in eine ganz andere Tonart. Geil. Was hier passiert, wir bewegen uns immer in Terzschritten runter. Aber die rechte Hand bewegt sich dabei, wenn wir hier quasi immer weiter runtergehen, bewegt sich die rechte Hand immer weiter nach oben. Beim Ass gelandet, was die Dominante ist, was sich super auflöst zurück in unsere Tonika, wo wir ganz am Anfang waren. Was soll ich sagen? Das ist wunderbar gut geschrieben und absolut schön. Was mir hier wieder auffällt, ist die rechte Hand, die auch stetig gleich bleibt. Um das mal ein bisschen mit City of Tears zu vergleichen, ist es in der rechten Hand wieder eine suspendierende Bewegung. Ich finde generell, dass die Sekunde einen ultraschönen Klang erzeugt, auch wenn sie direkt neben der anderen Taste ist. Zum Beispiel ist das die Sekunde. Obwohl sie direkt daneben ist, zusammen so einen dissonanten Klang hat, also nicht unbedingt schön klingt, finde ich, dass sie in einer Bewegung ultra schön klingen kann. Ich weiß nicht warum, aber das erinnert mich so an Sonne einfach. Also könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Es ist so offen, so breit, dieser Sound. Hier haben wir auch die 2 wieder. Für mich klingt dieses Lied so ultra peaceful. Falls ihr nicht wisst, wie Greenpath aussieht, so sieht dieses Gebiet aus. Es ist alles voller Grün, es hat gar keinen düsteren, sondern einen sehr lebendigen Vibe.
Und ich finde, das wird hier echt gut instrumentalisiert. Das sind so kleine Perlen oder so, die man, die so droppen oder so. Das klingt so peaceful. Boah, also diese Stelle, ich liebe diese Stelle. Welchen Grund auch immer, ist auch in der linken Hand die zwei vertreten. Es passt aber einfach gut. Wir spielen ja nicht einfach nur stumpfe Akkorde. E-Moll. H-Moll. Wir spielen immer die zwei dazu. Und jetzt kommt dieser kleine Melodie-Part. Cis. Aber warum? Warte. Das heißt, wir sind hier in E-Moll dorisch. Eine dorische Tonleiter bezieht sich auf eine benachbarte. Man benutzt quasi die schwarzen Tasten, also quasi die Kreuze in der Tonleiter oder die Bs aus einer benachbarten Tonart. In dem Fall benutzen wir die von D-Dur. Weil hier haben wir das Fis und das Cis. Habe ich so tatsächlich auch noch nicht gesehen, dass das wirklich mal benutzt wird. Ultra interessant, dass Christopher Larkin davon Gebrauch macht. Auch wieder eine sehr interessante Stelle. Wieder mit diesen kleinen Xylophonschlägen. Dann bauen wir uns hier hoch. In der rechten Hand. Und in der linken Hand spielen wir wieder verschiedene Sachen. Erneut spielt die rechte Hand jedes Mal eine andere Funktion. Und diese Funktion würde ich vielleicht etwas runterbrechen in Funktion 1, 2 und 3. Funktion 1 wäre, wenn wir beim E sind. Das wäre Funktion 2, wenn wir beim A beginnen. Jetzt beginnen wir aber beim C, was quasi die Funktion 3 wäre. Funktion 2 wieder. Und das, finde ich, macht diese Stelle so besonders. Wieder mal, dass man der rechten Hand nicht wirklich viel abgeändert wird, aber es hört sich doch jedes Mal etwas anders an. Also diesmal sind wir im ganz normalen E-Moll. Eigentlich haben wir ja gesagt, es gibt kein Cis. Dann sind wir scheinbar wieder ins Dorische gegangen. Und das sind, finde ich, so Signature-Moves für den Hollow Knight Soundtrack auch. Yes, so geht's dann weiter. Oh. Ah, okay. Sogar noch besser, als ich dachte.
Und jetzt? Oh, schön. F-Dur Major 7. Und dabei noch mit der Bratsche diese Lied. Was passiert da? Wir sind in die parallele Dur-Tonart, glaube ich, einfach gegangen. Aber das B spielt eigentlich keine Rolle in einem C-Dur. Lass uns einfach mal so stehen und sagen, dass das einfach als eine Hinleitung zum C-Dur genutzt wurde. So endet das Ganze dann halt auch. Einfach nach diesem C-Dur. Auch Dirtmouth, ein super schönes Lied, einfach passend fürs Piano. Also wenn ihr selber Klavier spielt, vielleicht hat euch das ja inspiriert, einmal den Soundtrack von Hollow Knight euch anzuhören. Für mich persönlich ist das einer dieser Newcomer-Komponisten, der Christopher Larkin. Und ich bin echt riesig gespannt, was von ihm noch für Videogame-Soundtracks auf den Markt kommen werden. Abschließend kann man, glaube ich, sagen, dass der Soundtrack von Hollow Knight aufgrund seiner orchestralischen Stütze, aber auch die Einfachheit in der Komposition, quasi dass bestimmte Sachen einfach liegen bleiben, aber trotzdem jedes Mal eine andere Funktion spielen, diesen Soundtrack so besonders für mich machen. Das war es eigentlich auch schon soweit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich gerne wissen und schreibt in die Kommentare, welchen Soundtrack ich mir als nächstes anhören soll. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Haut rein. Na, Pikachu? War gut. Das erste Video. Wie fandst du es?